Am Freitag letzter Woche griffen NATO-Kampfflugzeuge den Ort Pristina an und legten ein Wohngebiet von Kosovo-Albanern in Schutt und Asche. Da kamen Flugzeuge und dann flog eine Bombe. Wir waren zu Hause. Eine Bombe mit lauter Splittern explodierte direkt vor der Tür und meine 5 Kinder wurden alle verletzt. Wenn solche sogenannten Splitterbomben geworfen werden, dann gibt es immer viele unschuldige Tote und Verletzte, auch unter den Kindern. Trotz der vielen Opfer geht der Einsatz von Splitterbomben weiter. Die Waffenkammern auf dem amerikanischen Flugzeugträger Roosevelt sind davon voll. Täglich steigen die NATO-Flieger auf, um neue Bomben auf das Kosovo zu feuern, auf militärische Ziele der Serben, wie die NATO sagt. Und dann sterben doch wieder Zivilisten, wie hier am 3. Mai nahe dem Ort Peć. Ein vollbesetzter Bus wird getroffen. Über 20 Tote, meist Frauen und Kinder. Der Verdacht, auch sie starben durch NATO-Bomben. Doch die NATO bestreitet das vehement. Sie habe hier ganz bestimmt keine Splitterbomben auf Zivilisten gefeuert. Sie sehen hier die typischen Effekte einer Splitterbombe. Die Scheiben des Busses wurden herausgesprengt. Dann die Spuren der Splitter. Metallsplitter fliegen umher. Hier sehen Sie Einschläge der Splitter, die von Bomben stammen. Splitterbomben eignen sich, so der Hersteller, für weiche Ziele. So heißen Menschen in der Sprache der Militärs. Diese Opfer passen nicht ins Bild einer sauberen NATO-Aktion. In einer solchen Veranstaltung sagen, weil ich es nämlich selbst gemacht habe. Was haben Sie gemacht? Gegen das Völkerrecht verstoßen. Sie haben arrondiert? Nein, ich habe nicht arrondiert. Sie haben ein kleines Belgien. Lassen Sie uns doch mal tun, worum es wirklich geht. Ja. Als es um die Frage ging, wie entwickelt sich das in der Republik Jugoslawien, Kosovo-Krieg, da haben wir unsere Flugzeuge, unsere Tornados nach Serbien geschickt und die haben zusammen mit der NATO einen souveränen Staat gebombt. Nur mal US-Dollar, alles rechnen in US-Dollar ab. Dazu kommen wir noch, wieso und warum. Und Indien sagt sich, ach nee, das brauchen wir doch eigentlich gar nicht mit Russland. Passt mal auf, ihr könnt bei unseren indischen Banken Konten eröffnen und wir kaufen bei euch Öl und dafür stellen wir euch dann beispielsweise Rupien hier auf diesem indischen Konto gut und mit diesen Rupien könnt ihr dann bei uns auch einkaufen und Dinge aus Indien kaufen. Oder wir machen das Ganze in Rubel, rechnen Rupien gegen Rubel direkt an. Warum sollen wir ausgerechnet über den Dollar gehen? Das lassen wir doch weg, wir machen das direkt untereinander in unseren jeweiligen Landeswährungen. Und das ist in Indien nicht alleine. So war auch der pakistanische Premierminister gerade erst in Russland mit den gleichen Hintergründen und den gleichen Themen. Die interessieren sich für die Sanktionen überhaupt nicht. Denen ist die Ukraine vollkommen egal, denen ist Europa, die NATO vollkommen egal. Die sehen ihre eigene Situation und gucken darauf. Und die haben alle noch Rechnungen mit den USA und mit der NATO offen. Und im Moment sehen die Chance, sich von der Vergangenheit, wo sie mit der NATO und mit den USA nicht allzu gute Erfahrungen gemacht haben, immer das Gefühl hatten, ausgenutzt zu werden, da sagen sie, jetzt haben wir vielleicht andere Partner, mit denen wir uns zusammentun können. Und da die gerade uns brauchen, da die um uns garnen, können wir da auch gute Geschäfte und einen guten Preis bekommen. Warum sollten wir nicht jetzt auch mal die Seite wechseln? Und China ist da natürlich ganz vorne dabei. In China, das schreibt die Frankfurter Allgemeine, wird Putin weiterhin Geld bekommen. Die machen genau das Gleiche, nämlich bilaterale Geschäfte in Yuan, in der chinesischen Währung. Und das wird genauso gehandhabt. Russische Waren gegen chinesische Waren, direkter Austausch und das Ganze eben in Yuan oder Rubel, wahrscheinlich in Yuan. Und damit sind die westlichen Sanktionen weitgehend weg. Immer mehr russische Unternehmer machen jetzt Konten in China auf und die sagen sich, für was brauchen wir eigentlich noch den Dollar, für was brauchen wir die Amerikaner? Und das geht weiter. Ganz spannend jetzt, dass Saudi-Arabien, und das ist ja eine Bombe, die da eingeschlagen hat, also entschuldigen Sie, dass man in diesen Tagen diesen Begriff überhaupt verwendet, das ist so der geübte Sprachschatz, das ist eine Sensation, dass Saudi-Arabien darüber nachdenkt, den Yuan anstatt des Dollars für Ölverkäufe an China zu akzeptieren. Bisher wird nahezu alles Öl der Welt in US-Dollar gehandelt und verkauft. Aber jetzt überlegt Saudi-Arabien, ob man das nicht vielleicht auch gegenüber China in chinesischer Währung machen kann. Und Saudi-Arabien und China, neue beste Freunde, schreibt die Deutsche Welle. Also hier ganz enge Verbindungen jetzt.
USA und Saudi-Arabien waren ja der engste Verbündete seit Anfang der 70er Jahre, seit man hier einen Pakt geschlossen hatte. Und dieser Pakt ist im Moment gerade am Aufbrechen. Die